Hallo und willkommen zurück bei CK3. Ob man es glaubt oder nicht, das ist jetzt der siebte Versuch, diese Folge aufzunehmen. Jedes Mal, wenn ich Nordgau angreife und da einmarschiere, um seine Truppen zu vernichten, stürzt das Spiel ab. Ich kriege einen Vogel. Jetzt hat schon probiert, mit da Krieg erklären, angreifen. Hab natürlich wieder vorhin probiert, seine Truppen erst zu vernichten, ist ja klar, ist ja taktisch klug. Aber jetzt mal, wenn ich die Truppen angreife, stürzt das Spiel ab. Ich werde jetzt nur mal probieren, ohne seine Truppen anzugreifen, direkt Nürnberg anzugreifen. Schauen wir mal. Der Anspruch laufen auf München. Das verzeihe ich euch jetzt auch schon zum siebten Mal. Zum siebten Mal soll ich meinen Hof aus, dann nehme ich jetzt einfach meine Tochter. Ach, du kriegst keinen Ratsposten. Er ist immer noch Erbe. Wir haben immer noch zu schlecht, um den zu töten. Na, bist du das ja gar nicht. Was ist denn da der Wurm? Da ist er. Können wir noch nicht. Er ist wieder 19, oh mein Gott, das ist ja. Können wir die irgendwie heiraten? Enkelin? Hm? Möchtest du mal Enkelin haben? Nein, natürlich nicht. Du Pfosten. Ah, ich bin so stinkig, weil das jetzt mir auch kackt. Sollte das jetzt dann wieder passieren, dass das abstürzt, dann muss ich leider ein neues Spiel starten. Ich werde dann wahrscheinlich gleich als Herzog von Bayern starten. Da muss die Eroberung quasi vom Grafen zum Herzog schenken. Aber nicht, dass euch wundert es dann in der. Was ist der für jetzt die 9. Folge werden? Also in der 10. Folge vielleicht das Herzogtum Bayern ein bisschen anders ausschaut. Genauso wie unsere Armeen und so weiter und so fort. Na? Okay, aber wir probieren es jetzt. Ihr habt jetzt live dabei. Wenn wir entweder da jetzt gewinnen oder nicht gewinnen oder ob es abkackt oder nicht abkackt. Wir rufen keine Verbündeten in der Schlacht. Wir führen selbst die Truppen an. Ich lasse jetzt einmal wieder rausmarschieren. Ich greife jetzt Passberg an. Man stürzt ab. Sagt es, es stürzt ab. Es tut mir leid. Und wie ihr seht, sind wir wieder da. Es ist natürlich wieder abkackt. Ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt schon 3 Crash Reports an Paradox geschickt. Mal schauen. Also das wird auf jeden Fall nichts. Wir probieren jetzt noch eins, weil ich weiß nicht, ob es am Krieg gegen Passberg an sich liegt. Kann man nicht einfach gegen er mal Krieg führen. Wir werden zwar verlieren, weil er gar nicht einmal viel mehr hat wie mir. Haha! Kommt dann auch bloß die Ansprüche. Warum mein Unabhängigkeitskrieg? Ist ja wurscht. Ich möchte bloß schauen, ob es wieder abstürzt. Geh weg da. Geh weg da. Wir rufen alle Verbündeten in den Krieg. Alles, was wir so haben, alles, was wir so können. Können wir nicht. Können wir schon. Unsere Truppen ausgezeichnet. Er hat sowieso von Haus aus schon weniger bei mir unsere Aufgebote an Schickern. Und es liegt nicht am Krieg gegen Passberg. So, wie ihr seht, sind wir am Startbildschirm. Es stürzt jetzt mir ab. Auch in dem Krieg gegen unsere Nenzien, es stürzt einfach ab. Bei der ersten Schlacht stürzt das Spiel ab. Ich weiß nicht warum. Also werden wir wieder ein neues Spiel machen müssen. Dann kann man das Ringen um Imperium machen. Aber da habe ich jetzt gar keine Erfahrung nicht. Kann lustig werden. Mit dem ist es einfach. Na, wir machen wir natürlich. Na, unser Ziel war Bayern. Wir werden uns wieder. Wir machen uns aber jetzt einen Herzog von Bayern. Gleich von Anfang an. Ich hoffe, dass das dann nicht mehr passiert. Das ist nämlich echt schon gescheit lästig. Gibt es überhaupt einen Herzog von Bayern? Das ist die Frage. Herzogtum Bayern.
Ja, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen arg groß, gell? Aber wieder als Graf anfangen, ist natürlich auch lästig. Schwierig. Das ist dieses Herzogtum so verdammt groß. Da haben wir ja gleich übermächtig. Obwohl wir da bloß 2000 Truppen zu mir vorher gehabt haben. Na gut, aber vorher waren wir bloß das da. Und jetzt waren wir da komplett mit Österreich dabei. Und Teile von Schwaben, ne? Augsburg. Oder wir machen doch Iberien. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie das funzt mit dem Neuen, weil das ist ja das neue DLC. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Weiß nicht, wie das funktioniert. Und spielen wir als Christ oder spielen wir als Moslem? Weil eigentlich müssen wir natürlich als Christ spielen, gell? Das sind lauter so Grafschaften, die bestimmt ganz schnell verschwinden. Schwierige Entscheidung. Schwierige Entscheidung. Oder wir fangen wir mal auf der Insel an. Ich möchte jetzt natürlich schon aus Bayern spielen, aber ich möchte nicht wieder als Graf anfangen, es dauert ja wieder ewig, bis wir da hinkommen. Dann wieder Herzog von Bayern werden. Und wenn ich als Herzog von Bayern spiele, kriegen wir es gleich einen Riesenteil. Theoretisch können wir sofort das Königreich ausrufen, wenn wir uns vorher los sagen. Schwierig, schwierig, schwierig. Oder wir spielen mal aus Island. Ich weiß es auch nicht. Oder also so ein kleiner Nordling, so ein kleiner Wikinger. Der schaut ja geil aus mit seinem Schnauzer. Schreibt es mir in die Kommentare. Bitte, was ihr gern sehen dazu. Sollen wir uns das da rund nochmal anschauen? Sollen wir uns da mal reinwagen? Und wenn ja, aus Moslem oder aus Christ? Sollen wir das Herzogtum von Bayern nehmen, das natürlich relativ groß ist, und da weiterspielen? Und hoffen, dass es einfach nicht mehr abstürzt. Oder als Irländer, also als irischer Christ, Inselchrist nennen sie die, ja. Anfangen und das erobern und dann da vielleicht England. Oder aus Island oder aus ein Wikingervolk von hier oben, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drauf, die zum Lesen. Und dann schauen wir, was wir morgen da sagen. Es tut mir echt leid, dass das da so abschmiert. Ich weiß nicht, vielleicht macht es ja Paradox oder behebt den Fehler. Vielleicht können wir dann weiterspielen. Ich behalte auf jeden Fall mal den Spielstand. Und dann sehen wir weiter. Also danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und sagt mir, was ihr gern sehen möchtet. Okay? Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus.